ich war mit 5 verschiedenen Leuten telefoniere ich, alle sagen was anderes. Am Ende klappt es wieder nicht. Niemand kommuniziert mit irgendwem. Man kümmert sich 5 Monate im Voraus um den Scheiß und dann, 3 Tage vorm Umzug kommen die dann, nee, das geht ja gar nicht. Die auf Twitter unterwegs sind und mir da folgen, die werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es ein kleines Problem gibt mit meinem Internet im neuen Zuhause. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Gestern war ein sehr, sehr schöner Tag. Hahaha. Ich glaube, ich habe in dem ganzen letzten Jahr nicht ansatzweise so viel geweint wie gestern. Ich weiß nicht, ich konnte mich in den letzten Monaten echt krass gut so zusammenreißen. Ich konnte echt gut diesen ganzen Stress handeln so. Aber gestern war dann dieser Moment da, wo irgendwie alles eingebrochen ist. So, wisst ihr, wie so ein Kartenhaus. So, das ganze Kartenhaus ist einfach zusammengebrochen. Das war so, ich weiß nicht, ich konnte, auf einmal kam so alles raus, was so die letzten Monate ich irgendwie immer so ein bisschen ignoriert habe. Das Ding ist halt so, keine Ahnung, ich boah, es war so krass, ich hatte einen richtigen Zusammenbruch, Alter. Ich konnte gar nicht mehr reden, ich habe nur geheult und geschrien und war so sauer auf 1&1 und auf alles. Also, ich habe mich vor 5 Monaten, September, warte, Oktober, November, Dezember, Januar, ja, vor vier Monaten ungefähr, habe ich mich als Feststand, dass ich umziehe, direkt um Internet gekümmert. Ich hatte die Zusage und habe mich direkt um Internet gekümmert. Eigentlich war auch alles gut. Es ist halt alles ein bisschen kompliziert, diese ganze Geschichte. Aber mir wurde zugesichert, dass es kein Problem ist von 1&1. Ja. Ich habe viele Telefonate geführt zu der Zeit, mit vielen verschiedenen Anbietern auch. Und 1&1 meinte also, ja, kein Problem. Ja, jetzt hatte ich vorgestern eigentlich einen Technikertermin, der mein Internet freischalten sollte. Ist nicht gekommen, kriege ich eine Nachricht. Ja, ihr Schalttermin konnte nicht, was weiß ich. Und wir melden uns nochmal, dachte ich schon so. Cool. Ich hatte es irgendwie die ganzen Monate schon so ein bisschen im Gefühl. Kennt ihr das, wenn ihr so ganz tief innen drin wisst, dass irgendwas noch schief gehen wird und dass die Geschichte auf jeden Fall noch irgendwie ein Problem wird. Aber ihr verdrängt das so die ganze Zeit, weil ihr euch denkt, ja, jetzt kann man eh nichts gerade machen und ach, das wird schon und so. Und dann sitzt das so ganz tief innen drin und natürlich kam es auch dann so. Ist ja immer irgendwie so. Und ja, mir wurde dann gesagt, nee, also das funktioniert ja gar nicht mit dem DSL-Anschluss bei Ihnen. Und ich war so, okay, das ist ja jetzt nicht so gut. Und ich habe echt am Telefon, als ich mit diesen ganzen Leuten telefoniert habe, ne, ich konnte mich so gut zusammenreißen. Ich habe aufgelegt und habe rumgeschrien. Das kann doch nicht wahr sein. Mit 5 verschiedenen Leuten telefoniere ich, alle sagen was anderes und dann am Ende klappt es wieder nicht. Niemand kommuniziert mit irgendwem. Man kümmert sich 5 Monate im Voraus um den Scheiß und dann, 3 Tage vorm Umzug kommen die dann, nee, das geht ja gar nicht. So, like, what the hell? Ja, auf jeden Fall habe ich gestern um die 20 Telefonate geführt, glaube ich. Ich habe mit Telekom telefoniert, ich habe mit 1&1 telefoniert, ich habe mit einem Eigentümer telefoniert, also mit meinem Vermieter. Ich habe mit meinem Bruder telefoniert und ich habe mit meinem Dad telefoniert. Und noch mit dem Bauherrenservice von der Telekom. Das Witzigste war, ich rufe die Telekom an, erkläre meine Situation. Ja, also, die müssen da bei dem Bauherrenservice anrufen, weil die haben bessere Einsichten in die ganzen Leitungen und können gucken, wie was verlegt ist und was wo verlegt ist und wie viel da ankommt. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich so, hey, cool, gute Nachricht. Ich rufe beim Bauherrenservice an, hatte eine Dame an dem Telefon, die überhaupt gar keine Ahnung hatte. Überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas. Wusste überhaupt nicht, was ich von ihr will. So null. Ich ihr versucht, das zu erklären und habe gesagt, so, ja, ich wurde halt jetzt hier weitergeleitet. Er meinte, sie hätten da bessere Einsichten drin und ob man da was für einen Vertrag und wie viel da ankommt und so. Ja, also da kommt maximal eine 16.000er Leitung an, ne? Also mit 2,4 Upload. Okay. Ja, kann man denn da was machen so? Nee. Ah, okay. Ja, cool. Ich mit 1&1 telefoniert.
hatte eine wirklich sehr nette Dame am Telefon, die über Twitter mich auch angeschrieben hatte und hat mir dann versucht zu helfen. Die war auch sehr nett und meinte halt, ja, ruf nochmal beim Bauherrenservice von der Telekom an, ruf da nochmal an und versuch jemand anderes ans Telefon zu kriegen. Ich so, cool. Ich nochmal angerufen. Ich musste immer so ein paar Pausen zwischen den Telefonaten führen, weil ich war so fertig und konnte irgendwie gar nicht mehr richtig reden, ohne dass ich irgendwie in Tränen ausgebrochen bin. Hab zwischendurch noch mit meinem Dad telefoniert, hab zwischendurch mit Zeno telefoniert und ja. Und dann habe ich da nochmal angerufen. Dann hatte ich tatsächlich auch eine etwas kompetentere Dame am Telefon. Ich hatte mich nämlich noch informiert, beziehungsweise meine Dad hatte mir gesagt, dass auf der Telekom-Seite man zum Beispiel auch so einen Hausanschluss beantragen kann. Weil das große Problem, ich versuche euch das jetzt mal zu erklären. Mein Haus ist hier. Ja, das ist mein Haus. Das andere Haus ist hier und der Anschluss, der APL-Anschluss ist da, bei dem anderen Haus. Da liegt ein Kabel zu meinem Haus und dadurch habe ich Internet. Das heißt, ich habe an meinem eigenen Haus gar keinen APL-Anschluss oder so. Ich werde mitversorgt von einem anderen Haus, wo auch nur bei einer 100er-Leitung 18.000 ankommt. Wie kann das sein? Sie meinte, ja, also man könnte eine 100er-Leitung bestellen, aber es kommt eh nur 18.000 an. Und anstatt die das irgendwie... Also ich meine, irgendwo muss man doch gucken, warum das so ist oder nicht. Das kann ja eigentlich nicht sein. Da ist ja irgendwas... Also dann bietet doch keine 100.000er-Leitung an, wenn da nur 18.000 ankommt. Und dann habe ich auf jeden Fall beim Bauherrenservice bei der anderen Dame so gesagt, so ja. Und die hat mir dann nochmal gesagt, dass es auch diese Option mit Hybrid-Internet gibt. Das hatten ja meine Vormieter. Und dadurch bekäme ich halt mehr als 16.000. Und dann hätte ich halt das Doppelte. Und auch den doppelten Upload. Also so bis zu 8. Besser als nichts, I guess. Aber Hybrid ist halt jetzt nicht unbedingt krass stabil. Aber es ist halt, ja, besser als gar nichts irgendwie. Zeno hat ja auch eine Zeit lang mit Hybrid gestreamt. Ja, ist halt eher semi. So, dann hatte mein Dad die Idee. Also, es gab jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder man bestellt einen Hausanschluss für das Haus, so einen APL-Anschluss, dass der halt beantragt wird. Kostet halt Unmengen an Geld und dauert halt bis zu 6 Monaten, bis so ein Hausanschluss überhaupt angeschlossen ist und fertig ist, einsatzbereit ist. Nein, kein Kabel. Es gibt in der ganzen Stadt kein Kabelanschluss. Also kein Kabelfernsehen. Gibt's nicht. Ist da nicht. Ja, das wäre halt die eine Möglichkeit. Oder was halt auch noch, also was wir als Idee hatten, und die Eigentümer wohnen ja auch da in diesem Hof. Wenn die gutes Internet hätten, könnte man halt einfach entweder noch eine Telefondose beantragen für das Haus oder halt irgendwie auf jeden Fall da die Dose hinmachen oder den Router. Und dann von da aus ein LAN-Kabel zu meinem Haus, so ungefähr 30 Meter, legen, damit ich dann halt von da mit versorgt werde. Problem ist, ich war heute da, habe mit den Eigentümern geredet. Die haben auch richtig beschissenes Internet. Die haben auch eine 16.000er-Leitung, wovon nur 8.000 ankommt. Ja, gut. Schade. Dementsprechend fiel dann das auch weg. Dann habe ich mit denen geredet. Ich bin jetzt erstmal... Morgen spreche ich nochmal mit einem Telekom-Mitarbeiter. Durch Hahn habe ich den Kontakt. Bin ich auch sehr dankbar, dass der mir da so hilft. Und ich möchte einen Termin machen für einen Techniker im Außendienst, der halt vorbeikommt, der da mal irgendwie alle Leitungen prüft. Und dann gucken wir weiter. Und einzige Lösung, die Eigentümer, also es hörte sich zumindest so an, als wären die nicht abgeneigt davon. Es gibt da einen Anbieter, der Glasfaserleitungen, also die Glasfaserleitungen sind da überall verbaut. Nur man muss halt diese Anschlüsse beantragen, dass sie halt angeschlossen werden, ne? Und der Eigentümer war jetzt nicht ganz abgeneigt davon. Er meinte nämlich, dass die auch halt, die haben ja da auch so ein Geschäft und so, und die meinten halt, es ist halt auch nicht geil, weil die halt auch nur 8K haben und die zum Teil auch richtig Probleme haben mit dem Internet und so, und das ist halt auch nicht unbedingt geil. Und er meinte halt, das wäre vielleicht noch eine Lösung, da irgendwie Glasfaser zu beantragen. Einzige Lösung ist es halt gerade, ne? Also, keine Ahnung. Ja, ich muss halt gucken, dass ich von der Telekom jetzt vielleicht dann erstmal dieses Hybrid-Ding nehme. Das ist halt so das Einzige, was mir gerade irgendwie einfällt, was irgendwie eine Lösung ist, damit ich überhaupt Internet habe.
Und wir dann weiter gucken, ob man da dann halt irgendwas bauen lässt, so, ne? Weil das ist auf jeden Fall keine langfristige Lösung. Das ist halt scheiße. Also alles halb so wild? Willst du mich verarschen? Halb so wild? Das ist der Worst Case. Ich lebe davon. Ich bin davon... Weißt du, was für Existenzängste ich gestern hatte? Ich dachte, ich kann nicht einziehen da. Weil, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Ich verdiene halt mit dem Internet mein Geld. Wenn ich kein Internet habe, ist erstmal scheiße. Ich meine, wenn ich irgendwie nicht davon abhängig wäre, dann wäre mir das scheißegal. Dann würde ich halt erstmal Hybrid nehmen. Wäre mir doch egal. Hauptsache, ich kann irgendwie Netflix gucken. Ab und zu was zocken. Aber ich streame. Streamen ist mein Job. Oh Mann, ey. Ja, stabiler Handyempfang ist da Gott sei Dank. Dementsprechend denke ich halt, dass die Hybridlösung vorerst nicht so schlecht wäre. Also wie gesagt, das wird, denke ich, für den Übergang okay sein, hoffentlich. Aber im Endeffekt muss halt wirklich eine dauerhafte Lösung irgendwie her, ne? Ich habe 5 Monate im Voraus mich drum gekümmert. Mir wurde zugesichert, das Internet auf jeden Fall, das klappt alles. Und 3 Tage vorm Umzug sagen sie halt, oh nee, doch nicht. Surprise!